Ein herzliches Hallo, meine Freunde. In den letzten vier Videos haben wir wieder einen Blick riskiert nach Chernarus bzw. in The War of Sea rein. Und hier kommt so ein kleines Fazitvideo von mir. Als erstes will ich jetzt mal die DayZ Standalone-Infos loswerden. Ich glaube, das dürfte die meisten interessieren von euch. Und zwar in der DayZ Standalone. Warum es auch so lange gedauert hat, ist übrigens ein großer Punkt, dass die Engine total überarbeitet wird. Also die Objekte sehen jetzt wesentlich schöner aus. Auch Außenareale sehen wesentlich schöner und geschmeidiger aus, sage ich jetzt mal. Was auch noch gedauert hat, sie haben das komplette Bewegungssystem und das Skelett überarbeitet. Das heißt, sie haben im MoCap-Studio Zombie-Bewegungen aufgefangen und auch die vom Charakter, und die sind jetzt auch wesentlich flüssiger. Was auch in der Standalone drin sein soll, ist ein Crafting-Menü. Darüber hat Dean Rocket Hall auch so einiges erzählt. Einiges ist jetzt vielleicht ein bisschen ein blöder Ausdruck. Er hat zum Beispiel ein Beispiel genannt. Man kann jetzt zum Beispiel, wenn man sich ein Bein bricht, musste man in der Mod immer so lang kriechen, bis man Morphium findet, oder man hatte Morphium schon dabei. Aber anders konnte man sich das gebrochene Bein nicht heilen. Das Crafting-Menü soll ungefähr so eingebaut sein. Das soll jetzt nur ein Beispiel sein, das hat er auch nur als Beispiel genannt. Ob das dann im fertigen Spiel drin ist oder nicht, weiß er selbst noch nicht. Das Crafting-Menü soll so aufgebaut sein, dass du zum Beispiel, wenn du dir ein Bein brichst, ein Bandage hast und zufälligerweise im Wald bist oder einen Holzstock gefunden hast, kannst du dir daraus eine Schiene basteln und somit auch wieder laufen bzw. gehen. Zwar nicht so schnell wie wenn mit einem gesunden Bein, aber man muss dann nicht mehr durch die Gegend kriechen, was ich echt genial finden würde, eigentlich. Er hat dann auch gesagt, das Crafting-Menü soll dann ganz andere Freiheiten eröffnen. Sachen, die man als Müll findet, können dann plötzlich doch von Bedeutung werden, wie zum Beispiel für eine Schiene. Neu ist auch noch das Bekleidungssystem, haben sie auch total überarbeitet. Man kann jetzt einen Charakter wirklich, ich sage mir jetzt mal zu 80% individuell gestalten vom Aussehen her. Man kann Hosen wechseln, man kann T-Shirts wechseln, man kann Jacken, Pullis anziehen, man kann sogar auf dem Kopf kann man Cappies aufsetzen, Hauben, Motorradhelme kann man sogar aufsetzen, Schutzmasken und. Das soll auch anders sein. Und der Loot wurde auch nochmal überarbeitet. Der Loot soll jetzt realistischer in die Umgebung eingefügt werden. Zum Beispiel mit den Häusern. Also in den Häusern sind jetzt auch Möbelstücke drin. Das heißt, in der Küche stehen dann auch mal Herd, Kühlschrank und so weiter, Küchentisch. Und der Loot soll dann realistisch eingefügt werden. Zum Beispiel in der Küche ist dann natürlich mehr Wasser und Essen zu finden. Wie in anderen Räumen dann mehr Munition oder unter Anführungszeichen Müll rumliegt oder Waffen. Das haben sie auf jeden Fall auch schon, das hat Dean Hall auch in einem YouTube-Video schon gezeigt. Das könnt ihr euch gerne ansehen. Ich werde Dean Rocket Halls Channel natürlich in der Beschreibung verlinken. Da könnt ihr euch auch ein paar DayZ Standalone-Ausschnitte ansehen und euch selbst ein Bild daraus machen. Es soll auch generell mehr Loot sein, was ich auch nicht schlecht finde. Die Bewegungen wurden überarbeitet, das haben wir schon. Ja. Wann die DayZ Standalone dann schlussendlich auf den Markt kommt, ist immer noch nicht ganz bekannt. Zumindest zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt hier das Video aufnehme. Vielleicht ist es morgen ja schon wieder ganz anders oder wo ihr das Video seht. Zur DayZ Mod. Ich habe ja schon ewig nicht mehr gespielt, also das letzte Mal mit Flocke eben, und da wart auch ihr dabei, falls ihr euch die DayZ Videos angesehen habt. Und dachte mir, ich schaue jetzt mal wieder in die Mod rein. Mittlerweile gibt es auch 50 verschiedene Maps für DayZ mit allen. Alles haben, glaube ich, ein paar Erneuerungen drin. Alle kann ich jetzt nicht aussprechen, weil ich dafür auch wieder zu kurz gespielt habe. Hier in den kurzen Anspielen habe ich gesehen, es gibt jetzt Rasierklingen und Klopapier. Wenn irgendeiner von euch das weiß, für was man das Klopapier und Rasierklingen braucht, dann bitte, um Himmels Willen, erlöst mich von meinen Qualen und schreibt es in die Kommentare. Das lässt mich jetzt noch nicht ruhig schlafen. Für weitere Erneuerungen kann ich leider nichts sagen, weil ich dazu zu kurz gespielt habe, aber die Leute, die jetzt immer noch fleißig DayZ spielen, können da sicher mehr dazu sagen. Also falls ihr eine der wenigen seid, die noch DayZ spielen, oder wenig sind sie eigentlich nicht, dann schreibt sie in die Kommentare. Im Großen und Ganzen gefällt mir DayZ immer noch besser als Mod, als The War of Sea als Spiel. Und zu The War of Sea kommen wir
jetzt? Mann. The Warzy. Wie habe ich mich gefreut drauf, wie das angekündigt wurde. Wie habe ich mich gefreut, als ich dann die Alpha spielen durfte. Wie begeistert ich anfänglich war, weil es eben noch eine Alpha war. Und wie schnell diese Begeisterung dann schlussendlich nachgelassen hat. Auf Facebook habe ich jetzt des Öfteren wieder gelesen von sehr vielen Patches und Updates. Und war dann richtig mal wieder gespannt auf The Warzy. Und was soll ich sagen, besonders viel konnte ich nicht finden, was neu ist. Es gibt mehr Zombies, kommt mir vor. Aber ansonsten richtig besser geworden ist das Spiel auch nicht. Meines Erachtens zumindest nicht. Das ist ja auch so ein großer Punkt bei DayZ und The Warzy, das splittert so zwei Gruppierungen heraus. Die einen, die lieben The Warzy, die anderen lieben DayZ und hassen The Warzy und umgekehrt genauso. Ja, ich bin mit großen Hoffnungen eigentlich wieder in The Warzy reingegangen, weil die Entwickler ja auch in offenem Brief zugegeben haben, dass sie Scheiße gebaut haben und das haben sie auch darüber. Braucht man gar nicht diskutieren, selbst einer, der The Warzy liebt, muss zugeben, dass sie anfänglich einfach richtig große Scheiße gebaut haben. Ich meine, wenn ein Spiel von Steam rausfliegt, weil sie falsche Angaben gemacht haben, dann ist das einfach keine gute Werbung für das Spiel bzw. für das Entwicklerstudio oder Entwicklerteam. Vor allem nicht, wenn es das Erstlingswerk ist. Das habe ich auch schon im Video zu The Warzy oder DayZ, glaube ich, habe ich das kurz erwähnt. Wenn ich jetzt als Entwicklerstudio das erste Spiel rausbringe und dann so eine Kacke baue, das ist... Ah, das ist echt traurig. Naja, nichtsdestotrotz haben wir da in The Warzy reingesehen und ich war nach anfänglicher Begeisterung wieder sehr unmotiviert, dann schlussendlich wieder das zu spielen und es gibt einfach zu große Probleme. Es gab einen Anfang, wo ich die Alpha noch gespielt habe, oder es ist glaube ich sogar immer noch in der Alpha, so fühlt sich zumindest an, das Problem mit den Bewegungen. Die Bewegungen sehen einfach nicht schön aus. Wenn das Gesamtpaket passen würde, könnte ich da locker drüber wegsehen. Oh, hier noch ganz kurz die Szene, muss ich noch kurz einwerfen. Da habe ich mal auch nicht schlecht gestaunt, dass die Entwickler hier in The Warzy einen Heli-Crash eingebaut haben. Also irgendwoher kommt uns das doch bekannt vor, glaube ich. Ja. Aus DayZ natürlich. Und da sieht man dann doch auch schon wieder, sie wollten sich von DayZ abgrenzen und ein besseres Spiel draus machen. Und jetzt findet man in The Warzy plötzlich einen Heli-Crash. Ich meine, man hätte das ins Spiel ja einbauen können, aber man müsste ja doch das nicht so offensichtlich machen. Man könnte da auch irgendwas anderes machen. Zum Beispiel ein Militärkonvoi, der brennt oder irgendwie so etwas in der Art. Aber direkt gleich einen Heli-Crash einzubauen, wie in DayZ, das ist dann doch schon etwas dreist, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und wie gesagt, es gibt so viele Probleme in dem Spiel, ich komme gar nicht mehr hinterher. Ich persönlich bin mehr als enttäuscht. Es fängt schon bei den Kämpfen an. Wie ihr seht, man tut sich in der Ego-Perspektive schwer, die Zombies auf den Kopf zu treffen und auf den Körper. Das bringt überhaupt nichts. Dann die Bewegungen sehen einfach echt nur schrecklich aus. Die Zombie-Geräusche nerven, weil sie sich immer wiederholen, weil die... Es hört sich zumindest für mich so an, wie wenn die in einer Endlosschleife drinstecken würden. Genau hier in dieser Situation war es eben so, dass man die Zombies da vorne gehört hat, wie sie rumgrunzen und schmatzen, weil einer einen Menschen frisst. Das hat sich halt dann manchmal so angehört, wie wenn der direkt vor mir sitzen würde und nicht 10, 20 Meter entfernt. Dann gab es noch das Problem, sie haben eben gestöhnt, die Zombies, und plötzlich war was ruhig, nicht schön ruhig ausgegrunzt, sondern einfach abgeschnitten. Also wie wenn die Kassette leer wäre und man sie wechseln müsste. Also und dann fing es wieder halt von vorne an. Das nächste Problem ist einfach, wenn man auf einer Asphaltstraße geht oder auf einem betonierten Weg und man hört dann metallisches Rumgestampfe, nervt mich das einfach. Und das, was mich am allermeisten genervt hat, sind diese eingefügten Soundeffekte, das sich anhört, als wie wenn so ein Superzombie hinter einem steht. Also man steht im Wald und plötzlich kommt so ein Riesenschrei über den Bergen und man denkt sich nur, wo zum Teufel oder was zum Teufel war das jetzt? In einem Spiel, das man alleine spielt,
bringt das vielleicht ein bisschen Atmosphäre rein, aber ein Spiel, wo man online mit anderen Spielern spielt und sich konzentrieren sollte, auch durch die Geräusche. Oh, da drüben höre ich einen anderen Spieler laufen oder schießen, nervt das einfach, weil es keinen Grund hat, sich umzudrehen bei so einem Soundeffekt. Also man hört es, man dreht sich um, aber man findet es ja nicht. Das ist einfach so ein eingefügter Soundeffekt. Das nervt mich zum Beispiel da auch extrem. Und das, was mich am meisten nervt, ist dieser Bewegungseffekt, den wir jetzt sehen. Das Robben. Also, oh, jetzt gerade bekomme ich schon wieder so einen Hass, weil das für mich einfach nicht wie Robben aussieht. Natürlich, in DayZ sieht es besser aus, weil die Mod von Armored 2 ist, eine Militärsimulation, da sind die Bewegungen automatisch schon geschmeidiger eingefügt. Aber das, ganz ehrlich, selbst in Ego-Shooter sehen die Rob-Bewegungen besser aus als hier. Das sieht wirklich aus, als wie wenn der mit dem Boden vögeln würde. Das ist so schlimm. Und, boah, nee. Tut mir leid, Leute. Ich meine, das kann ich einfach nicht bringen. Dann in The War Sea mit den Flüssen. Man kann nicht schwimmen. Man muss immer aus rumlaufen. Es sind immer solche kleinen Kritikpunkte, die aber zusammengefügt einen riesengroßen Scheiß ergeben. Wie gesagt, wenn das Gesamtpaket passen würde, würde ich drüber hinwegsehen. Aber das alles ist es ja einfach nicht. Ich habe jetzt eine halbe Stunde, glaube ich, wieder gespielt, The War Sea, oder eine Stunde, und habe auch wieder genug. Ich glaube nicht, dass ich das wieder mal anfassen werde. Naja, ich bedanke mich fürs Zusehen, Leute. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Ja, da war die Soundaufnahme kurz zu Ende. Jetzt aber nochmal ganz kurz, weil es so ein abruptes Ende hatte. Großen und Ganzen Fazit ist, DayZ gefällt mir als Mod von Spiel besser als The War Sea, als eigenständiges Spiel. Deswegen sind auch die Erwartungen an der DayZ Standalone wesentlich größer als an der Mod oder an War Sea jetzt. Und ich hoffe, die Entwickler hauen sich da jetzt nicht auch ins eigene Fleisch oder schneiden sich ins eigene Fleisch, so heißt es eigentlich. Ich muss ganz ehrlich sagen, ja natürlich, es dauert natürlich die Entwicklung von der Standalone wesentlich länger als gedacht. Aber ich als Spieler von der DayZ Mod sag jetzt ganz ehrlich, von mir aus können sie da ruhig 1-2 Monate länger dafür brauchen. Oder 3, von mir aus auch. Und dann kommt aber ein eigenständiges Spiel raus, was im Gesamtbild wesentlich abgerundeter ist und besser macht, was in der Mod nicht so gut war. Und als wie, wenn die jetzt hier nur so halbgar und wegen Zeitdruck wieder so ein Blödsinn raushauen. Das heißt, unter Anführungszeichen wieder so ein Blödsinn. DayZ ist ja ein klasse Mod und Spiel, aber wenn die jetzt als eigenständiges Spiel wieder das gleiche raushauen wie die Mod, dann ist das halt auch lächerlich. Aber die Videos, die ich von Dean Rocket Hall gesehen habe und die Interviews, die ich gehört habe, lassen da Gutes hoffen und ich glaube fest an die Entwickler und ich freue mich auf jeden Fall draus und wir sehen uns zumindest in der Welt von DayZ das nächste Mal, wann die Standalone wirklich dann draußen ist. Und jetzt verabschiede ich mich zum zweiten Mal, aber diesmal wirklich. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, vielen Dank fürs Zusehen und natürlich würde ich mich auch über eure Meinung freuen und schreibt sie doch in die Kommentare, also das würde mich wirklich freuen. Was haltet ihr von DayZ oder War Sea? Danke fürs Zusehen und zu hören auf jeden Fall. Wir sehen uns in einem anderen Video. Ciao Leute.